Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 2. Wir sind immer noch im DLC Ankunft und Kenson will immer noch, dass das Projekt nicht startet. Wir werden sie versuchen natürlich aufzuhalten und müssen uns wahrscheinlich komplett hier durchkämpfen. Ach, jetzt hat er den Reaktor angeschmissen. Ich muss mal kurz alle Waffen nachladen hier. Aber ohne geht das nicht. Okay. Wie stabilisiere ich den Reaktorkern? Alle automatischen Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert, um den Reaktorkern zu stabilisieren. Führen Sie manuell Kühlstab A von dieser Kontrollstation ein. Führen Sie manuell Kühlstab B von Kontrollstation B ein. Dadurch wird der Reaktorkern stabilisiert. Kühlstab A wieder eingeführt. Reaktorkühlung hat eingesetzt. Okay, dann heißt es, wir müssen noch zu B. Und dort einmal den Stab wieder einsetzen. Hier geht's nicht durch. Plasma wird freigesetzt. Freisetzen von Plasma abgebrochen. Upgrades. Medizinstation. Okay, dann sollten wir ja wohl da durchkommen. Wir brauchen ja noch einen Schuss. Komm raus. Oh, das sind viele. Oh, da kommen noch mehr. Ich habe keine Muni mehr. Mach mal eine Schockwelle. Oh Mist, ich war ja angeschlagen. Ich hätte auf die Schilde warten müssen. Das war dumm von mir. Ich geb's zu. Aber einfach nicht dran gedacht. Einfach nicht dran gedacht. So, wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir. Hier haben wir schon alles eingesammelt. Sehr gut. Plasma wird freigesetzt. Geh bitte hier in Deckung. Shepard ist im Wartungsbereich. Los! Krieg ich den von hier gezogen? Was ist das für eine Tür? Nur eine E0-Tür? Okay. Ja, dann. Also nur E0. Mal ein bisschen was zum Einsammeln. Ah!
komm, zwei. Ich habe keine Schilde. Okay. Einmal kurz auf Schilde warten, ich kann nicht nachladen. Pyro ist kaputt. Und Elite ist jetzt auch kaputt. Da ist noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Hat er irgendwann mal geschossen? Fünf. Hier kommen wir ja wahrscheinlich nicht durch. Ja. Ja, ja, Shepard ist durchgebrochen, ich weiß. Habe ich doch irgendwo gerade eine Lebensleiste gesehen. So, Abwicklung. Kriege ich bestimmt wieder Besuch? Ich finde es cool, dass mal hier Pyros sind. Die sind zwar mega nervig, sag ich mal, weil sie ziemlich reinhauen. Aber finde ich cool. Ist alles voll. E0. Wieder Fahrstuhl fahren. Wir brauchen ja die Fahrstühle in Mass Effect, ne? Also ohne geht's ja nicht. Ich hab schon wieder. Waffen. Oh nein, jetzt bin ich so geblendet. Jetzt habe ich wirklich mal nichts gesehen. Mal sowas wie... Oh, Schockwelle geht gerade nicht. Ach, der Schilde, ne? Typi muss ich irgendwie laufen. Steht nämlich so doof hinter den Kisten. Reaktortemperaturen nähern sich kritischem Wert. Warum ist hier erwische ich den nicht so gut? Komm aus deiner Ecke raus. Schießen die denn hin? Komm ich auch nicht durch, ne? Der steht halt so doof an der Ecke. Ist aber noch ein Elite, oder? Nee. Okay. Doch, irgendwo sehe ich den doch noch. Da. Komm raus. So, Tür umgehen. Jetzt hier gerade noch jemand, der rumläuft. Und los.
Versorgung der Maschinen immer noch überleben. Ja, und ich kann dich auch immer noch ruhig stellen. Gehen Sie vom Reaktor weg. Sie haben alles ruiniert. Ich kann das Flüstern nicht mehr hören. Umdrehen. Sofort. Sie haben mir alles genommen. Ich werde die Ankunft der Reaper nicht erleben. Sie hätten nur weiter schlafen. Sorry, aber sie war mir zu gefährlich. Oh nein! Joker, hier ist Shepard. Holen Sie mich ab, sofort. Kommunikationssystem beschädigt. Verdammt! Evakuierungsprotokolle aktiv. Das gesamte Personal zu den Rettungsshuttles. Wo finde ich einen Rettungsshuttle? Nehmen Sie den Aufzug von diesem Raum zum externen Zugang. Begeben Sie sich von dort aus zum Kommunikationsturm. Die verbliebenen Rettungsshuttles befinden sich auf dem Landeplatz des Turms. Ich muss zum Kommunikationsturm und einen Shuttle erwischen. Meine einzige Chance. Da habe ich wohl eine falsche Entscheidung getroffen. Mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Ob es hier weitergeht? Oh, vielleicht kriege ich auch Schluck auf. Anscheinend kämpfen wir uns bis zu den Com Tower. Ist doch hier, oder nicht? Kämpfen wir uns hier durch? Ah, na, das ist das wohl ist? Schweres Hautgewebe. Mann, ist die Musik laut und stresst mich. Alter Schwede, ist die laut. Ist die, ich hoffe, die wird euch nicht zu krass zu laut sein, aber dann ist das im Spiel so doof abgemischt. Ja, ja, ich gehe ja schon. Da ist zu. Hier ist offen. Erkundungsdaten natürlich sammeln. Aber wir haben hier ordentlich Credits eingesammelt. Ist gut. Wir müssen noch ein paar Sachen kaufen gehen. Schießen aber auf mich. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen beeilen. Und natürlich nicht. Huch! Da war mal. Ich denke immer, die Schilde sind schon aufgebaut, aber sind sie gar nicht. Ist ein bisschen doof. Importieren Sie in Mass Effect 3 Ihre Spielstände, falls Sie überleben. Geiler Tipp. Schön. So, ich hau jetzt einfach mal sowas wie eine Schockwelle oder so raus. Ja, flieg mal sonst wohin. Das finde ich gut. Ich hätte jetzt mal voll Bock, so einen Sturmangriff zu tätigen hier.
Was? So ein Mega-Mech? Ich hoffe, kommt keiner gerade in den... Mir fällt jetzt keiner in den Rücken. Oh, fuck. Oh, sorry. Das sagt man nicht. Die Schilde bauen sich echt langsam wieder auf. Also meine Schilde. Typ ist tot. Hier waren doch noch links und rechts welche. Oder auch nicht. Komm, Portal aktivieren. Externer Kommunikationskanal offen. Shepard an Normandy. Joker, hören Sie mich? Shepard. Sie werden langsam lästig. Sie bekämpfen das Unvermeidbare. Staub, der kosmischen Winden trotzt. Das mag Ihnen wie ein Sieg vorkommen. Ein Sternsystem geopfert. Doch selbst jetzt sind Ihre größten Zivilisationen dem Untergang geweiht. Ihre Herrscher werden darum betteln, geerntet zu werden. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht können wir nicht gewinnen. Aber wir bekämpfen sie trotzdem. Genau wie die Sovereign. Genau wie ich jetzt. Wir mögen unbedeutend sein, aber wir werden kämpfen. Wir werden Opfer bringen. Und wir werden einen Weg finden. So sind Menschen nun mal. Sie sollen wissen, während sie sinnlos sterben. Ihr Ende wird kommen. Ihre Spezies wird fallen. Machen Sie sich bereit für die Ankunft. Machen wir. Bereiten uns vor. Commander Shepard, Normandy zur Abholung im Anflug. Verstanden. Ich glaube, meine Entscheidung, Kenson zu erschießen, war falsch. Ich glaube zwar nicht, dass das dieses Ende hier bewirkt hat. Ach, kann schon sein. Ich weiß es nicht. Könnt ja gerne mal schreiben, wie das ausgegangen wäre, wenn man jetzt nicht auf sie geschossen hätte. Bring sie uns hier raus, Joker. Joker schafft das. Joker ist der beste Pilot. Geile Szene. Richtig gut gemacht. Richtig, richtig gut gemacht. Das Spiel ist echt saugut. Anscheinend haben Sie sich erholt. Admiral Hackett? Klingt, als wären Sie da unten durch die Hölle gegangen. Wie geht es Ihnen? Gut. Keine Vision mehr, falls Sie das meinen. Ich hätte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Sie sind da raus, um mir einen Gefallen zu tun. Also wollte ich die Nachbesprechung selbst machen. Das war, bevor das Massenportal explodiert ist und ein gesamtes batterianisches System vernichtet hat. Was zum Teufel ist da draußen passiert, Commander? Haben Sie Informationen darüber erhalten, was geschehen ist?
Ich weiß nur, dass ich sie losgeschickt habe, um Amanda Kenson aus dem Gefängnis zu holen. Und jetzt ist ein gesamtes System vernichtet. Ich hatte gehofft, sie könnten die logische Lücke zwischen den beiden Ereignissen schließen. Ich hatte keine Wahl, ist falsch. Ich hatte die Wahl und ich habe mich falsch entschieden. Sie haben den Bericht, will ich nicht sagen. Ich sag das hier, weil es am ehesten auf das trifft, wie ich mich entschieden habe. Ich würde am liebsten sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber gut. Können wir jetzt leider nicht rückgängig machen. Werde ich nicht rückgängig machen. Ich werde das nicht nochmal spielen. Manchmal muss man mit falschen Entscheidungen einfach leben. Auch ins Spiel. Kenson sagte, die Reaper brächten der Galaxie die Erlösung. Sie hat mich gefangen genommen, ruhig gestellt und gegen meinen Willen festgehalten. Sie wollte die Invasion nicht aufhalten. Also habe ich getan, was nötig war. Klingt, als wäre Amanda indoktriniert worden. Nun, das ist wirklich schade. Und Sie glauben wirklich, dass die Reaper-Invasion eine Bedrohung darstellte? Ganz ohne Zweifel. Uns blieben buchstäblich nur noch Minuten. Das steht mit Sicherheit alles in Ihrem Bericht. Ich will nicht lügen, Shepard. Die Batrayaner werden Blut sehen wollen. Es gibt genügend Beweise für eine Hexenjagd. Und wir wollen keinen Krieg mit den Batrayanern. Aber nicht, solange sich die Kollektoren da draußen unsere Kolonisten greifen. Was meinen Sie damit? Sie haben aus sehr guten Gründen gehandelt, aber in dem System lebten über 300.000 Batrayaner. Sie sind alle tot. Puh, also ich würde eher das sagen, so ein Verlust ist tragisch. So ein Verlust will man am liebsten vermeiden. Ich hätte auch am liebsten die Batrayaner gewarnt. Leider ging das nicht mehr. Und sollten die Reaper wirklich kurz vor Ankunft gestanden haben, das sind ja jetzt alles nur Vermutungen. Oder klar, wir hatten auch Beweise, aber es ist ja noch nicht, es wurde ja nicht komplett erwiesen. Hätte das, glaube ich, sehr große Konsequenzen für viele gehabt. Daher sag ich lieber mal das. Sie sind gestorben, um Billionen von Leben zu retten. Ich hätte sie gerettet, wenn es möglich gewesen wäre. Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Bei mir rennen Sie offene Türen ein, Commander. Wenn es nach mir ginge, bekämen Sie einen verdammten Orden. Leider wird das nicht jeder so sehen. Was schlagen Sie also vor? Die Beweise gegen Sie sind bestenfalls lückenhaft. Aber irgendwann werden Sie auf der Erde vor Gericht erscheinen müssen. Das kann ich nicht verhindern. Aber ich sorge dafür, dass es Ihnen nicht leicht gemacht wird. Ich hätte nicht erwartet, Sie an Bord eines Cerberus-Schiffes zu sehen. Ich mag Cerberus und seine Methoden nicht. Aber Sie haben sie wiederbelebt und Sie unternehmen etwas für die Galaxie. Für den Moment kann ich also freundlich sein. Ist die Allianz wegen der batarianischen Reaktion auf diesen Vorfall besorgt? Sehr sogar. Die Batarianer suchen nach einem Kriegsgrund, seit wir in der Galaxie aufgetaucht sind. Bei einer Invasion der Reaper muss aber die gesamte Galaxie zusammenarbeiten. Sind wir mit den Batarianern im Krieg, werden die anderen Spezies zögern, irgendeine Seite zu unterstützen. Was unternimmt die Allianz wegen der Kollektoren? Wir stellen Flotten bei unseren großen Kolonien auf und evakuieren die kleinen. Aber die Schiffe, die auf Kollektoren gestoßen sind, haben sich nicht mehr gemeldet. Wir sind ihnen unterlegen. Ich hoffe wirklich, dass Sie und Cerberus noch ein Ass im Ärmel haben. Ich stehe nach dieser Mission gerne für einen Prozess zur Verfügung. Freut mich, dass die Arbeit für Cerberus Ihrem Ehrgefühl nicht geschadet hat. Tun Sie da draußen, was Sie tun müssen. Und wenn die Erde ruft, erscheinen Sie in Ihrer besten Uniform und stellen Sie sich den Vorwürfen. Bis dahin behalten Sie das. Ich brauche Ihren Bericht nicht, um zu wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Jawohl, Sir. Das war eine große Leistung, Commander. Ich mag Hackett. Cool, dass man ihn auch mal in Person gesehen hat und nicht immer nur über Funk. Und wir haben die Quest geschafft. Ja. Schweres Hautgewebe. Aber wir haben 17.000 nur.
Ah, das wird noch nicht ganz reichen für die nächste Finanzierungsgeschichten. Aber wir haben ganz viel Ressourcen gesammelt. Und gleich mache ich mal Schluss mit dieser Folge. Schon wieder viel zu lang. So. Das war's jetzt nämlich mit der Folge. In der nächsten Folge gucken wir mal, was wir alles noch machen. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.